Name ist Petra Schwarz. Ich leite das Lucky Schmidt Haus. Was ist das Lucky Schmidt Haus? Ein Ort, an dem sich Stadt und Universität begegnen. Ein Museum für Nutzpflanzen am Fachbereich Biologie, zugeordnet zum Institut für Pflanzenwissenschaften und Mikrobiologie. Und ein Ort, der mit dem Umfeld des Botanischen Gartens aufs Beste verbunden ist mit der wechselnden Natur im Jahreslauf. Wollen wir einmal hineinschauen? Im Eingangsbereich fällt sofort unsere Würgefeige auf, das Luftwurzelgeflecht der Würgefeige aus dem tropischen Regenwald. Sie steht als Pflanzenart, gleichzeitig als Symbol für ein Netzwerk der Natur im Ökosystem Regenwald und in unserem Falle für Sammlungszugänge in der Anfangszeit des Museums. Denn Hamburger Kaufleute haben sehr viel dazu beigetragen, Objekte insbesondere aus den Tropen in die Sammlung zu geben. Die Wurzeln des Museums gehen zurück auf zwei Schenkungen Hamburger Bürger. Die Algensammlung des Bürgermeisters Binder und die Sammlung von Samen und Früchten des Stadtphysikus Bück. Natürlich haben auch die Kaufleute Interesse an der Weiterentwicklung des Museums gehabt, denn sie suchten eine Instanz, die die durch das Tor zur Welt, nämlich den Hafen hineinkommenden Waren aus den Tropen, begutachten. Und so sind dann Referenzmuster in die Sammlung eingegangen, ebenso Stücke, die der Anschauung dienten. Und im Laufe der Zeit ist eine Keimzelle entstanden, die letztendlich 36 Jahre später in die Forschung und Lehre der Botanik der Universität Hamburg mündete. Das Haus, das Lucky-Schmidt-Haus, entstand 2006 und mit dem Neubau erhielt das Museum einen neuen Namen, Lucky-Schmidt-Haus. Lucky Schmidt als Namensgeberin war es ein Anliegen, bei der Konzeption der neuen Ausstellung mitzuwirken. Kleine und große Gäste stellten wir bewusst in den Mittelpunkt unserer Überlegungen und die Alltagserfahrungen spielten dabei eine ganz besondere Rolle. Wir essen, trinken, richten unsere Wohnung ein, erhalten uns gesund und so weiter und so weiter. So kommen im Laufe eines Tages sehr viele Pflanzenarten zusammen, die wir bewusst oder unbewusst in unserem Tagesablauf haben. Das Museum hat Brücken- und Transferfunktionen. Es ist gleichzeitig Ausstellungsort, Lehrort, Lernort und Ort der Wissenschaftskommunikation. Das will ich kurz erläutern. Neben den Besucherinteressen sind auch die Bedürfnisse von Bildung und Vermittlung berücksichtigt worden. Wir haben also hier unser gläsernes Magazin. Der Inhalt dieser Magazinwand ist Gegenstand zum Beispiel von Kursen zur Vielfalt und Verwendung von Nutzpflanzen. Aber in diesem Haus lernen auch Studierende des Bachelorstudienganges Biologie, was Ausstellung machen auf Zeit bedeutet, lernen ihre ersten Schritte in Sachen Wissenschaftskommunikation und künftige Lehrerinnen und Lehrer beschäftigen sich eingehend mit den Möglichkeiten des Lernortes Museum. Die Sammlung des Lucky-Schmidt-Hauses umfasst ungefähr 60.000 Sammlungsobjekte. Die Erfassung und Erschließung dieser Objekte ist Teil der forschungsvorbereitenden Tätigkeit des Museumsteams. Und das, was digitalisiert ist zum Beispiel, ist jetzt schon in der Online-Datenbank Fundus der Universität zu finden.